Am nächsten Morgen ziehen die beiden unbemerkt von dannen. Aufrecht und tapfer. Mannhaft entschlossen, dem Unrecht in dieser Welt ein Ende zu setzen. Hoher Herr, wann bekomme ich meine Insel? Jetzt noch nicht. Erst müssen wir Heldentaten vollbringen. Und schon kurze Zeit darauf steht Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt, vor seinem ersten großen Abenteuer. Siehst du diese furchtbaren Riesen, Sancho? Dem närrischen Ritter erscheinen diese Windmühlen wie riesige Ungeheuer, die ihn bedrohen. Nein, Herr, nein. Sie drohen, Sancho, mit ihren gewaltigen Armen. Der treue Sancho ist völlig ratlos. Drei harmlose Windmühlen. Was soll man dazu sagen? Wagt nicht, mich zu reizen! Ich sehe nur drei Windmühlen, Herr. Und ihre Flügel drehen sich im Wind. Feige, niederträchtige Kreatur! O Herr, nehmt doch Vernunft an. Es sind Windmühlen, die sich im Wind herumdrehen. Einfache Windmühlen nur. Doch der Ritter kennt kein Erbarmen. Ohne auf die Ermahnung des guten Sancho zu hören, eröffnet er seine Attacke. Vorsicht, edler Herr, die Flügel! Haltet ein, die Flügel! Er bricht sich noch. Nun muss Sancho seinem Herrn aber die größten Vorwürfe machen. Nur wer Windmühlen im Kopf hat, kann so etwas machen. Oh, ihr verwünschten Riesen! Ihr vermaledeiten!